bin Laura Merelt. Ich bin Sexpertin, Kommunikationswissenschaftlerin, Sexaktivistin, Autorin, Salonlöwin, Herausgeberin und auch Initiatorin des Feministischen Porn Awards, der dieses Jahr wieder stattfindet. Das ist wichtig. Okay. Ich bin die Gründerin des Feminist Porn Awards hier in Europa. Und das passt in die Palette an sexuellen politischen Aktionen, die ich initiiere oder auch durchführe, aber natürlich mit einem Netzwerk, und das Netzwerk heißt Freudenfluss-Netzwerk. Ich habe den Freudensalon, der jeden Freitag seit fast 30 Jahren existiert und wo wir in einen Austausch gehen, also wo auch darüber geredet wird. Was gibt es anderes? Wie kann ich auch meine Sichtweisen ändern? Will ich das überhaupt? Aber erstmal bewusst werden, okay, wie konditioniert ist mein Blick, wie geprägt, was reproduziere ich da eigentlich? Also die Mehrheit der Bevölkerung redet nicht über Sexualität und auch nicht in einer positiven Weise, wenn überhaupt. Ich habe dieses Frauenkörper neu gesehen, nochmal rausgegeben, also so ein Standardwerk von der Frauenbewegung. Und das ist 40 Jahre alt gewesen und trotzdem war das jetzt wieder so akut und aktuell, weil es immer noch keine Abbildungen von einer irrigierten Klitoris gibt oder die Prostata kommt nicht vor. Die Sprache oder überhaupt das Wissen über die Sexualanatomie ist ja noch sehr, sehr gering. Und das liegt ja daran, dass allein schon in den Anatomiebüchern von Fortpflanzungsorganen und nicht von Sexualorganen die Rede ist. Also dass insgesamt ja gar nicht über Lust, über Genuss, über Sexualanatomie geredet wird. Beim Poyest Award oder bei feministischen Porn gibt es so drei Mindestkriterien, die wir entwickelt haben, aber natürlich auf Basis der Frauenbewegung, die ja schon lange genug daran arbeitet. Diese drei Mindestkriterien sind, dass die Lust von allen Beteiligten zu sehen sein sollte. Das zweite wäre Vielfalt, also wirklich Vielfalt, nicht nur in den Sexualpraktiken, sondern auch bei den Personen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Körperformen, unterschiedlicher Kulturen, also alles, was unter Vielfalt eben auch fallen kann und auch Kommunikation. Das wäre auch schon der dritte Punkt, also das soll ein Fair Porn sein. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sollen gut sein im Sinne von ethisch und auch konsensuell. Ja, das heißt, dass also die Leute das tun, was sie abgesprochen haben und nicht irgendwas anderes. Bilder haben ja eine große Wirkmacht. Also insofern ist das wirklich auch so ein Feld, wo wirklich nochmal gearbeitet werden muss. Und ich freue mich, dass wir schon ins 10. Jahr jetzt gehen und dass es wirklich großen Erfolg hat und diese sexpositive Bewegung blüht. Und was ich auf der Möse habe, ist einfach Viva la Vulva.